Ich arbeite als Servicetechniker im Außendienst. Jeden Tag starte ich Service Max auf meinem iPad. Zuerst öffne ich meinen Kalender und sehe nach, welche Anfragen für diesen Tag auf dem Plan stehen. Ich kann alle meine Arbeitsaufträge für heute sehen oder ich kann auch eine Wochenübersicht öffnen. Jetzt sehe ich auf der Landkarte meine Tour für heute. Ich habe sogar die Wegbeschreibung für meinen ersten Termin. Hier sehe ich mir die Details des ersten Arbeitsauftrags etwas genauer an, damit ich mich vorbereiten kann. Ich finde alle Arten von Informationen über diesen Arbeitsauftrag, über die Ersatzteile, den Account und Einzelheiten des Problems, das ich lösen soll. Ich kann sogar meine SLA-Uhren sehen, die mir anzeigen, wie viel Zeit mir bleibt, um das Problem zu beheben. Jetzt sehe ich mir die Produkthistorie für diesen Account noch genauer an. Nun bin ich beim Kunden und es sieht so aus, als ob ich das Problem nicht schnell lösen kann. Mit Service Max kann ich vor Ort Fehler beheben. Ich habe mobilen Zugriff auf die Wissensdatenbank, einschließlich Videos und Produkthandbücher. Aber ich kann das Problem immer noch nicht beheben. Ich werde jetzt Service Pulse öffnen, die integrierte Service Max-Anwendung für virtuelle Zusammenarbeit, um auf das Fachwissen anderer Leute in meiner Firma zurückgreifen zu können. Es sieht so aus, als ob andere das gleiche Problem haben. Und da ist ein Fachmann, der mir helfen kann. Ich glaube, ich rufe ihn über FaceTime an und zeige ihm das Problem auf dem Bildschirm. Hallo Richard, ich versuche gerade einen Problemfall zu lösen und das Video hat mir nicht geholfen. Kannst du nochmal nachsehen? Du wirst den Transducer ersetzen müssen. In der letzten Zeit hatten wir mehrere, die defekt waren. Aha, jetzt ist mir alles klar. Das repariere ich sofort. Danke. Jetzt, nachdem ich das Problem gelöst habe, gebe ich in der Software Ersatzteile, Arbeitszeit und Spesen ein. Zuerst muss ich die Teile eingeben, die ich aus meinem Bestand im Lieferwagen geholt habe. Ich kann den Strichcode für die Eingabe der Teile benutzen. Jetzt füge ich das Teil meinem Arbeitsauftrag hinzu. Und jetzt gebe ich meine Arbeitszeit an. Ich habe eine Reparatur ausgeführt. Ich gebe also das Startdatum und das Enddatum ein. Und nun die Anzahl der Stunden, die zur Lösung des Problems notwendig waren. Oh, ich bekomme eine Fehlernachricht. Ich habe gegen eine Regel meiner Organisation verstoßen. So wie es aussieht, habe ich 10 Stunden anstatt 8 Stunden eingegeben und das ist nicht gestattet. Die Regeln der Datenvalidierung von Service Max funktionieren online und offline. Jetzt muss ich zurückgehen und das wieder ändern. Nun gebe ich meine Spesen ein. Der Arbeitsauftrag ist nun erledigt und ich speichere ihn. Bevor ich gehe, muss ich noch meine Arbeit abzeichnen lassen. Direkt von meinem iPad aus kann ich einen Servicebericht über den Arbeitsauftrag abrufen und dem Kunden zeigen. Dem Kunden wird dann sofort eine Rechnung zugesandt. Meine Firma ist zufrieden und mein Kunde ist begeistert. Sie finden Service Max im App Store. Suchen Sie einfach nach Service Max.